schauen wir, hier ist Kolosseum. Ja. Ja. Hinter dem Kolosseum sehen Sie einen Obelisk. Ja, der. Ja. Das war der, das älteste vom 15. Jahrhundert vor Christus. Genau, wie mein Pfarrer ohne Tutmosis der Vierte. Das ist der größte ohne den Saugkühl, also der Monolith, 32 Meter. Das ist der größte von den Obelisken, das in Rom gebracht wurde. Hinter den Obelisken ist ein offenes Gebäude mit Fenstern. Ja. Das ist der Laternenpalast und dort sind die berühmten Laternenverträge signiert worden oder Versöhnungsverträge. Die Verträge, die von Mussolini und der Kardinal Gaspari, Staatssekretär von Fürstenetten, die Verträge signiert haben, den Staatsherrschaft. War Vittoriano der Dritte. Papst war Pius der Elfte, aber der Staatssekretär und der Ministerpräsident Mussolini haben die Verträge signiert. Und die werden genannt entweder Laterano-Verträge, weil dort ist signiert im Palazzo Laterano, oder Versöhnung. Fatti della Conciliazione. Conciliare heißt sich versöhnen. Und dahinter sieht sehr nah aus, sie sind in Wirklichkeit 15 Kilometer von hier entfernt. Sehen Sie, es ist ein helles Gebäude wie eine Pyramide. Ja. Es ist in Wirklichkeit der Floß von einem Walfisch. Genau dort oben. Da ist Ende der Metro die rote Linie. Ach. Nicht, dass ich morgen Sie alle vor der Tür sehe. Morgen, genau. 9 Uhr. Dorthin. Wo sie wohnen, jetzt ist Pilino ist bedeckt von dem Turm von dieser Galeria. Und hier diese wunderschöne, große, grüne Fläche, das ist der Park der Appia Antica. Wenn Sie in den Weg starten, sehen Sie die Kuppen, ja, die graue Kuppen, das ist der Hügel Celius. Hier ist der Palaki. Wenn Sie von der Kuppe so quer, ja, so quer eine Linie ziehen, man sieht ja einen hellen Turm. Ja. Das ist genau der Turm in dem berühmten Bild, wo der Goethe in der römischen Landschaft liegt. Das ist der Cecilia Metella Grappa. Das ist ein Grappa vom 11. Jahrhundert vor Christus. Zum Glück der einzige Grappa-Monument, der dort komplett besteht, im Freien, weil das ist in einer Festungsturm umgewandelt worden. Sie sind